Im heutigen Tutorium wollen wir uns mit einer Übungsaufgabe zur Syntheseplanung beschäftigen. Dieses Zielmolekül, ein Hexandiol mit einer Phenylgruppe, ist vorgegeben, ebenso als Vorschlag ein Cyclohexanon als ein Startmaterial. Bitte zuerst versuchen, selbstständig die Aufgabe zu lösen, erst im Anschluss die Lösungsvorschläge sich anschauen. Nun, wie geht man an eine solche Aufgabe heran? Wie soll die Phenylgruppe eingeführt werden, selbstverständlich als Nukleophil, wenn man Benzol an sich einsetzt, braucht man schon ein recht starkes Elektrophil, was hier reagiert. Das wäre dann die Idee, so Richtung Friedel-Crafts vorzugehen. Aber wir haben ja bereits Carbonylfunktion hier drin. Da bietet es sich geradezu an, hier ein etwas stärkeres, einen stärkeren nukleophilen Charakter vorzugeben, nämlich einen metallierten Benzolring mit dem Metall entweder Lithium oder ein Grignard-Reagenz MgX. Die C6-Kette, woher wird die stammen? Nun aus diesem Cyclohexan-Ring. Und jetzt können wir überlegen, welche Möglichkeiten kennen wir eigentlich, einen solchen Ring auseinander zu schneiden, hier eine CC-Verknüpfung zu knacken. Und das können wir tun, zum einen über eine Bayer-Williger-Oxidation. Und zum anderen eine Ozonolyse. Schauen wir uns mal an, ob die eine oder beide Varianten uns weiterhelfen können. Zunächst einmal die Bayer-Williger-Oxidation. Das ist die Umsetzung mit einer Persäure, wobei hieraus ein Lakton entsteht. Aus dem ursprünglich carbozyklischen 6-Ring entsteht ein 7-Ring-Lakton. Diesen können wir mit Phenyl-Magnesium-Halogenid umsetzen und werden dann eine Addition an die Carbonylgruppe bekommen. Im Gleichgewicht wird auch die offenkettige Variante gebildet werden können. Dies ist hier allerdings eine gewisse Gefahr bei dieser Reaktion. Wenn wir bei der Reaktion des Grignard-Reagenzes mit dieser Verbindung bei zu hoher Temperatur arbeiten, wird hier sich dieses Gleichgewicht einstellen. Und dann haben wir plötzlich im Gleichgewicht hier ein Keton, was mit einem, ja, was ebenfalls den Phenyl, das Phenylmagnesium-Halogenid konsumieren würde zum tertiären Alkohol. Also besser diese Reaktion bei tieferer Temperatur durchführen, dann aber die Temperatur erhöhen, weil wir dann im nächsten Schritt genau dieses Gleichgewicht wollen, damit mit erstens Natriumborhydrid
die Carbonylgruppe reduziert wird und zweitens vorsichtige Hydrolyse würde uns dann dieses Endprodukt liefern. Alternativer Syntheseweg mit der Idee, eine Ozonolyse als Schlüsselschritt zu versuchen. Für eine Ozonolyse brauchen wir selbstverständlich eine olefinische Doppelbindung. Wo bekommen wir die her? Nun, erster Reaktionsschritt, wieder Phenyl, Magnesiumbromid mit diesem Keton reagieren lassen. Dann würden wir zu diesem tertiären Alkoholat zunächst gelangen. Bei der weiteren Aufarbeitung ansäuern und erhitzen am Wasserabscheider, so würden wir zu diesem Olefin gelangen und die Ozonolyse liefert uns schließlich diese Dicarbonylverbindung, wobei wir hier ein Keton haben, hier den Aldehyd. Mit dieser Verbindung müssen wir allerdings sehr vorsichtig umgehen. Am besten so bald wie möglich mit Natriumborhydrid, das nennen wir hier mal Target Molecule, wieder mit NHBH4, erstens, zweitens H+, zum unserer Zielverbindung umsetzen. Vorsicht, sowohl Basen als auch sauer katalysiert, kann hier H2O abgespalten werden. Welches ist die reaktivere Position? Nun, Alpha zum Aldehyd. Eine Kondensationsreaktion könnte so stattfinden. Und zählen wir mal nach. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Positionen. Ein 5-Ring könnte gebildet werden. Kondensation zur Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindung. Also hier muss man aufpassen, dass das würde passieren sowohl im sauren als auch im basischen. Man muss aufpassen, dass das nicht eintritt, bevor man hier die Reduktion geschafft hat. Vielen Dank fürs Zuhören.